In München gibt es eine Praxis, in der internationale Spitzensportler und Prominente sich die Klinke in die Hand geben. Sie alle wollen zu einem Mann, zu Dr. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Er ist der Arzt ihres Vertrauens, der Mann mit den magischen Händen. Seit Jahrzehnten betreut er den ersten FC Bayern und seit 1996 ist er Chefarzt der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der bekannteste Sportmediziner Deutschlands ist vom grünen Rasen nicht wegzudenken. Das sind ja ehrenvolle Jobs. Liebevoll wird er von seinen Patienten und Freunden Doc genannt. Er ist ein Arzt, der mit großer Leidenschaft seinen Beruf ausübt. Er hat die Eingabe, eigentlich Verletzungen zu fühlen, die kein anderer fühlen kann. Es hat sich auch nicht nur in Deutschland umgesprochen, sondern auch, glaube ich, Übersee, dass es ein Top-Arzt ist, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch auf der ganzen Welt. Schon längst heilt er nicht mehr nur deutsche Knochen und Gelenke. Das Who is Who der weltweiten Spitzensportler sucht den Arzt aus Leidenschaft auf. Von Olympiasiegern, Leichtathleten bis hin zu Schauspielern. Alle wollen nur von einem Mann geheilt werden. Von Dr. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Ja, das mag ja sein, dass der Eindruck entsteht, dass ich Prominente hier behandle. Prominente kommen wie alle anderen Patienten auch. Hier kann jeder Patient werden. Nachgefragt bei Herrn Dr. Müller-Wohlfahrt. Wie beurteilen Sie die heutige Ernährungsweise der Menschen? Wir müssen uns vorstellen, dass wir viel zu viel Fastfood zu uns nehmen oder eben auch leere Kalorien, die nur Energie bieten, aber keine wichtigen Vitalstoffe enthalten. Und die Ernährung ist Grundlage für Vitalität, für Leistungskraft, für Gesundheit, für Schutz vor Krankheiten. Wenn dem Körper etwas fehlt, dann funktionieren bestimmte Organsysteme nicht. Und dann fehlt es hier und da und dann mangelt es an Energie, dann schläft man schlecht, dann ist die Verdauung schlecht, dann ist die Laune unter Umständen auch schlecht. Also die Ernährung ist das A und O. Und dann kommt dazu die Bewegung. Also ich denke mal, dass die Bewegung wenigstens zur Hälfte da Teil hat. Wenn Sie Sport treiben und das 3-4 Mal die Woche, dann stärken Sie Ihre Organsysteme, Ihr Immunsystem, Sie stärken das Herz-Kreislauf-System, Sie schlafen besser, die Verdauung ist besser. Also die Bewegung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Was sind die Gefahren? Menschen, die Gemüse meiden, es gibt sowas, die nicht gerne Gemüse essen und wohl auch weniger Obst zu sich nehmen, dass die ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Das ist anerkannt und bewiesen. Und nicht zu vergessen, die Menschen, die sich falsch ernähren und unter Umständen auch gar nicht imstande sind, sich richtig zu ernähren, weil sie auf Kantinenessen angewiesen sind oder weil der Beruf sie so fordert. Also ich denke, dass sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind. Wie viel Obst und Gemüse muss man am Tag essen? Früher hieß es, an apple a day keeps the doctor away. Und so erkläre ich das auch schon mal, dass ich sage, ein Apfel enthält nicht nur Vitamin C, sondern es sind die Vorstufen, die sicherlich auch eine Wirkung schon haben. Dann sind drin Spurenelemente, Mineralien, sodass ich einen Apfelsaft für das beste Mineralgetränk überhaupt halte. Ja, und jetzt muss man sagen, dem Körper sollte man am Tag 5 Portionen Obst und Gemüse zukommen lassen, um den Nährstoffbedarf zu decken. Also man müsste im Grunde jeden Tag frisches Obst in einem qualitativ guten Geschäft kaufen. Also man muss wissen, das Obst ist nicht 1, 2 oder das Gemüse 1, 2, 3 Tage alt, es ist frisch. Dann müsste man das zubereiten und dann immer wieder Pausen finden, wo man diese Portionen einnimmt. Was bewirken Antioxidantien dabei? Die Antioxidantien bewirken, dass die freien Radikale, die eben Zellschäden verursachen können, neutralisiert werden. Und damit unterstützen sie das Immunsystem. Also es gibt jetzt also reihenweise Radikalfänger, die dem Körper helfen können, diese freien Radikale zu
fangen. Das sind Vitamin A, C, E, das sind Enzyme, das sind Spurenelemente, Zink, Kupfer, das sind Aminosäuren, ganz wichtig, Glutathion und andere schwefelhaltige Aminosäuren. Und das sind die sekundären Pflanzenstoffe. All diese im Zusammenwirken können verhindern, dass der Körper geschwächt wird durch einen Ansturm von freien Radikalen. Und wir sagen ja sogar, dass die Mischung, die wir zu uns nehmen, möglichst bunt sein sollte. Also wenn wir jetzt ans Gemüse denken, rot, grün, gelb, je bunter, umso besser. Welche Rolle spielen Beeren? Die Beeren enthalten in ihrer Schale sogenannte Anthocyane, die zu den wichtigsten Sekundärstoffen zählen, weil sie sehr starke antioxidative Wirkung haben. Also imstande sind, freie Radikale zu neutralisieren. Und damit unterstützen sie das Immunsystem. Die WHO empfiehlt 600 bis 1200 Gramm Obst, Gemüse und Beeren pro Tag. Also ich frage mich, wer schafft das? Und was macht man, wenn man es nicht schafft? Und jetzt kommen wir dadurch automatisch zu der Substitution. Das heißt, ich bin überzeugt, dass man dem Körper dann zur Seite springt, ihm hilft, indem man Nahrungsergänzungsmittel zuführt. Jetzt natürlich naturnah, so nah wie möglich an der Natur. Denn es ist nicht damit getan, dass wir einzelne Vitamine einnehmen, sondern dass wir möglichst ein breites Spektrum haben. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, auch Sekundärstoffe, die sicher ihre Wirkung haben, die aber noch nicht endgültig erforscht sind. Man rechnet ja mit 30.000, 40.000 Sekundärstoffen. Man sollte jetzt dem Körper etwas zuführen, um diesen Mangel auszugleichen. Und das in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Und hier gibt es eine breite Palette in den Märkten und in den Apotheken. Ich kann nur raten, qualitativ hochwertige Produkte zu wählen, die möglichst breit gefächert sind. Also neben den Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien auch die Sekundärstoffe enthalten. Wer braucht Nahrungsergänzungsmittel? Ich denke, dass sehr, sehr viele Menschen, die unter einem Dauerstress stehen, die psychisch belastet sind, die Bewegungsmuffel sind, die schlecht sich ernähren, auch aus zeitlichen Gründen es gar nicht schaffen, sich vernünftig zu ernähren, dass ich dieser Gruppe von Menschen als ehesten Nahrungsergänzungsmittel empfehlen würde. Aber es kommen auch chronisch Kranke dazu, es kommen Patienten dazu, die ständig Medikamente einnehmen müssen, die letztendlich ja doch starke Nebenwirkungen haben. Und ich denke, da sollte man dem Körper beistehen und durch Nahrungsergänzungsmittel stärken. Und deswegen meine ich, dass wenn jemand eine Antipathie gegen diese Nahrungsmittel hat, dass man ihm hilft, indem man sagt, es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die kein Ersatz sind. Es geht nichts über eine gesunde Ernährung, aber die denn doch in etwa die Substanzen bieten, die der Körper dringend braucht. Es gibt Menschen mit erhöhtem Bedarf. Der Bedarf an Antioxidantien ist in verschiedenen Gruppen sehr hoch. Es sind einmal die alten Menschen, kranke Menschen, Menschen, die ständig Medikamente nehmen, gestresste Menschen, umweltbelastete Menschen und bedingt auch Sportler. Also, Herr Dr. Müller-Wohlfahrt, Ihre Empfehlung? Also es geht nur darum, dass wir breit gefächert dem Körper alles anbieten. Und das so naturbelassen wie möglich. Das heißt, man sollte Obst und Gemüse ernten, diese Früchte und das Gemüse auspressen und das Extrakt trocknen und pulverisieren und das in Form von Kapseln dem Menschen anbieten. Also ein Pulver in einer Kapsel abgepackt wäre für meine Vorstellung das Ideale.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Müller-Wohlfahrt, für das interessante Gespräch.